Ja. Schauen wir, dass wir ein schönes Plätzle finden und dann machen wir Patronenaufnahmen. Jetzt müssen wir erstmal einen abendlichen Weg finden, weil es ja. ist ja mehr wie heute. Ja, ein bisschen blöd, ja. Ja, ein bisschen ist gut gesagt, ja. Ich bin halt einmal kein Pfadfinder. Ich sag's euch, Leute. Der Helle hetzt mich hier durch die Landschaft. Hier geht's ein Acker hoch, ein Acker runter. Keine gescheiten Bahnen zum Fahrer. Jetzt habe ich erst mal eine Pause gebraucht. Zum Glück habe ich was zum Trinken dabei. Und warum? Nur weil er Drohnenaufnahme machen möchte. Muss. Wir müssen euch ja zufriedenstellen. Und dass wir jetzt hier in der Botanik hängen an einem ganz brutalen Feldweg, der mit dem Fahrrad fast nicht zu befahren ist, das liegt nur daran, weil ich nämlich ein Auge auf meine Ossi habe. Wir hätten nämlich sonst auf der Landstraße fahren müssen und da fahren die LKWs mit riesen Zacken und die BKWs mit über 100 und da ist das ist keine Landstraße, ist eine Kreisstraße, oder? Eine Kreisstraße ist ja eine Landstraße, ja. Okay. Ja, eine Kreislandstraße. Auf jeden Fall habe ich jetzt einfach mal eine kleine Pause braucht. Genau. Und dann können wir ja jetzt weiterfahren, oder? Ja. Und ja. Außerdem, ich bin an Jacke anziehen, Jacke ausziehen. Stehen wir irgendwo, wird's gleich richtig warm. Sind wir auf dem Fahrrad, dann kommt da ein ganz schön kalter Wind. Also dann muss ich meine Jacke wieder anziehen. Ihr seht, was ich mitmache, ja? Eine Frau, der man es nicht recht machen kann. Ja, ja. So kann man das jetzt auch wieder sagen, gell? Oder ihr seht eine Frau, die tapfer alles mitmacht. Nur damit der Herr schöne Aufnahme machen kann. Für euch. Ob die noch schön wäre, das wird sich auch noch rausstellen. Das wollen wir schon sehen. Also wir kriegen was zusammen, macht euch keine Sorgen. Also fahren wir wieder ein Stückchen weiter, oder? Ja, genau. Hallo zusammen. Hallo. Wir sitzen hier in der Pampa und wir bedanken uns auch für die vielen freundlichen Rückmeldungen, ob uns gut geht oder nicht. Ja, uns geht's gut. Uns geht's sehr gut, ja. Ja, trotz allem natürlich, ja. Aber wir haben keine Idee gehabt, was wir machen könnten, ja, um auch euch ein bisschen Kurzweil zu bieten. Ja. Und nach den vielen Aufforderungen sind wir halt jetzt doch nachgekommen. Und ich habe hier meine Drohne dabei. Aber ihr wisst ja, von Drohne habe ich nicht allzu viel Ahnung. Aber wir wollen euch jetzt trotzdem ein bisschen was zur Drohne zeigen und auch vorführen. Und das Ganze stellen wir unter dem Motto, wir haben zwar keine Ahnung, erklären euch das aber trotzdem alles. Nach dem Intro geht's los, oder? Wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur noch sagen, dass du jetzt halt einfach zeigen möchtest, was so eine Drohne alles machen kann. Genau. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, oder? Und ohne Anspruch auf Aufrichtigkeit. Ja, das auch. Also. Also grundsätzlich ist erstmal zur Drohne zu sagen, das ist die DJI Mavic 2 Zoom. Ja, die haben wir uns gekauft und wir haben uns auch dieses Display dazu gekauft. Das ist nicht ganz billig. Aber das lohnt sich, das kann ich schon mal gleich vorweg sagen, weil das erstens viel leichter zu bedienen ist, als wenn man das Handy einspannt, weil die Verbindung sicherer ist und weil einfach alles irgendwie kompakter ist, ja? Und weil es teurer ist natürlich. Ja klar, und wenn was teuer ist, dann meint der Helle ja immer, er muss es nein, haben. Nein, es ist ein Geld wert. Dann muss ich dazu sagen, die Drohne hat ein knappes Kilo an Gewicht. Also wenn ihr euch eine Drohne zulegt, ihr müsst unbedingt darauf achten, dass die Drohne versichert ist, denn es kann immer was passieren. Und es ist auch uns schon was passiert. Wir hatten zwei komische Szenen. Einmal habe ich die Drohne eingestellt, dass sie um eine Ruine rumkreisen soll. Und was macht sie? Sie haut in eine ganz andere Richtung ab. Die Ossi ist fast
Es hat sie in die Schoß gefallen. Ja, ich fand es auch nicht so lustig. Aber sie ist anstandslos zurückgekommen. Und ein zweites Mal habe ich ganz normal auf dem Film einen ganz normalen Kreis durchgeführt auf dem Feld. Und auf einmal hat die Drohne einen Funkabbruch bekommen. Und das fand ich auch überhaupt nicht lustig, denn dieser Funkabbruch hat dazu geführt, dass die Drohne nicht mehr reagiert hat oder nicht mehr richtig reagiert hat. Mit Ach und Krach habe ich sie dann noch in Griffhöhe gebracht, lang dann mit meinen Finger hin, hier mit der Hand, ja. Und die Drohne merkt natürlich, da ist der Boden nahe, ja, will dann nach oben und denkt mir, du kommst mir nicht mehr aus, ja. Lang nochmal nach und war schon mit dem Finger im Propeller drin, ja. Ja. Das war dann eine Fleischwunde, die haben wir leider nicht filmen können, weil da waren wir viel zu sehr in Panik, denn wenn ich Blut sehe, das ist ungefähr so wie... Das kann man gar nicht beschreiben. Das müsst ihr eigentlich mal erleben. Der Helle sieht einen Tropfen Blut und fliegt gleich in Ohnmacht. Ja. Also meine größte Sorge war jetzt eigentlich nicht die Wunde, ja, das hat geblutet und wie, aber ja. Zum Glück. Ich habe Pflaster dabei gehabt und konnte ihn zum Glück gleich verarzten. Ja, mittlerweile ist alles wieder verheilt und auch meine Seele ist wieder gestärkt. Da habe ich mich schon wieder losgetraut. Ja. Dann muss man noch eins dazu sagen, also die Versicherung, wir haben keine extra Drohnenversicherung. Bei uns hat die Haftpflichtversicherung bestätigt, dass unsere Drohne im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung mitversichert ist. Da muss sich aber jeder bei seiner Versicherung kundig machen. Ja. Dann gibt es Drohnenflugbeschränkungen. Das ist auch ganz wichtig. Wir kommen hier zum Beispiel immer in eine Flugbeschränkung rein, wo die Drohne nicht mehr weiterfliegen will, weil angeblich das eine Flugverbotszone ist. Ich habe keine Ahnung warum. Das kann auch gar nicht sein, weil 100 Meter rechts daneben und vor und dahinter geht es einmal frei und in einen kleinen Streifen geht es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Es ist aber kein Flugplatz, aber so ist es halt. Es funktioniert nicht alles hundertprozentig. Über Ortschaften darf man so und so nicht fliegen, auch nicht über Wohngebäude oder halt nur mit Genehmigung. Und da muss ich auch dazu sagen, es gibt dann Leute, die sagen sich, ich kaufe mir lieber die Mini, die Mavic Mini, weil die hat nur unter 300 Gramm, glaube ich. Und für Drohnen unter 300 Gramm, ich weiß es jetzt, sind es 400 Gramm oder 200 Gramm, auf jeden Fall ist die Mini unter dieser gesetzlichen Quote und dann wird sie als Spielzeug eingestellt. Das stimmt nicht, ja? Also die Mavic Mini wird niemals juristisch als Spielzeug eingeschätzt, denn als Spielzeug wird nur eine Drohne eingeschätzt, die keine Audio- oder Videoaufnahme nehmen kann. Also egal, wie schwer die Drohne ist, sie hat immer die gleichen gesetzlichen Vorschriften, was Überflug von Privatgrundstücken und Personen anbelangt, wie unsere Mavic 2, weil sie einfach Audioaufnahmen machen kann. Mhm. Ja? Und diese Erleichterung, dass sie überall fliegen darf, das ist nur für Drohnen ohne Videoaufnahmemöglichkeit. So, was ist noch zu sagen? Wegen dem Führerschein oder Bestätigung, Flug. Ja, es kommt auf die Größe oder halt das Gewicht drauf an, ja, oder? Ja, also die muss dann über 2 oder 3 Kilo sein, das weiß ich auch nicht so genau, lässt sich aber nachlesen. Da muss man eine Kenntnisnachweis machen, aber da fällt die Mavic 2 auch nicht drunter. Was ein Vorteil ist bei der Mavic 2, ist, die ist sehr windstabil. So habe ich es mal sagen lassen. Wir haben Extrembedingungen noch nicht getestet. Naja, ich finde heute schon ganz schön windig. Ah ja, aber das macht hier nichts aus. Also das macht da der Mini nichts aus. Mhm, okay. Unterstelle ich mal. Es gab ein Video vom Herzblutcamper, der Thorsten Mehl, glaube ich, heißt es. Der hat gesagt, er musste seine Mavic Mini einmal notlanden, weil der Gegenwind zu stark gewesen ist. Er hat sie nicht mehr zurückbekommen. Da habe ich mir jetzt wieder sagen lassen, vielleicht wäre es im Sportmodus möglich gewesen, aber das kann sicherlich mit der Mavic 2 eher nicht passieren. Also es sei denn, es ist Sturm, die soll ziemlich windstabil sein. Aber man muss das halt ausprobieren. Natürlich hat eine kleinere Kamera hat ihre Nachteile. Ja, das ist ganz klar. Mhm. Ja, dann ist eins der wichtigsten Dinge, das hat mir der Uwe gesagt, von Iris und Uwes Womo-Welt. Und das ist eigentlich nur ein Satz, aber das ist ein ganz wichtiger, man braucht Vertrauen in die Drohne. Und ja, also wenn man hier so eine sparsame Ursel neben sich hat, ja, und für die Drohne fast 2.000 Euro ausgegeben hat, ja,
dann ist das dann Vertrauen halt also nicht ganz so einfach. Ja. Nein, und wenn die Drohne dann auch nicht das macht, was sie machen soll, also ich denke auch, die Drohne ist nur so gut wie sein Bediener. Ja, die Drohne ist halt auch nur ein Mensch, ja. Ja, ja. Technik ist nur so gut wie der Techniker, der sie bedient, also... Also, ich bin da sehr vorsichtig und skeptisch. Also, die DJI Mavic Zoom, die kann natürlich schon einiges aus dem Zoomen. Wir haben mal übrigens, dass ihr nicht wieder alle nachfragt, wir haben alles unten verlinkt, ja, und in unserer Infobox, da könnt ihr nachschauen und dann sind bei Amazon sind dann die ganzen Möglichkeiten, die ganzen DJI-Drohnen aufgelistet. Die könnt ihr euch dann in Ruhe anschauen, wenn ihr euch dafür interessiert. Also wir haben die Mavic 2 Zoom. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Nichts mehr. Vielleicht wollte man jetzt mal nur ein paar Aufnahmen machen. Ja, nee. Ah. So schnell schießen die Preußen nicht. Ja. Ah. Du bist doch kein Preuße, du bist doch ein Franke. Stimmt. Aber wir machen es trotzdem noch. Ich muss noch was dazu sagen. Ja, es gibt dann die automatischen Modi. Ja, die hat die Mini auch nicht. Die hat zwar diese Droni-Modis, ja, aber es gibt ja noch diesen Verfolgungsmodus, den wir ja heute schon gemacht haben auf der Herfahrt. Das habt ihr ja. Haben Sie das schon gesehen oder haben Sie es noch nicht gesehen? Das weiß ich jetzt nicht. Also gedreht haben wir es schon, vielleicht zeigen wir es jetzt später oder wir haben es schon gezeigt, ja, je nachdem. Und dann hat sie noch andere, so Kreismodus und so. Also man kann mit einer Drohne viel mehr machen, als viele tun. Man braucht Vertrauen in die Drohne, natürlich auch ein bisschen Kenntnisse. Und ich würde sagen, auch viel Übung. Also denn, und natürlich Übung auch, ja. Ja. Und jetzt wollen wir dann langsam anfangen, nachdem ich kein Preuße bin, ja. Fangen wir jetzt an. Okay, jetzt machen wir wir versuchen es auf jeden Fall, noch ein paar Einstellungen zeigen, oder? Wir melden uns dann, wenn wir fertig sind, nochmal zum Schlussgespräch. Echt? Ja. Okay. Also jetzt machen wir einfach mal vorwärts, oder? Ja, genau, so ist in Ordnung. Weißt du, ich filme jetzt praktisch, wie du die Kappe abmachst. Ja. Und dann kann man das dann ein wenig zusammenschneiden. Ja. Ja, also jetzt baue sie nochmal auseinander. Also mach sie nochmal zusammen. Ich muss das jetzt immer erst schaffen. So, bist du weit? Moment. Jo. So. So, was natürlich wichtig ist, das ist, dass man die Kappe abmacht. Bin ja auch schon losgeflogen mit Kappe. Ist dann blöd. Einschalten, da gibt es einen Spezialtrick, den ich schon raus habe. Manchmal. Aha. So, da muss man natürlich auch das Ding einschalten. So, die Antenne. So, das Ganze muss man verbinden miteinander. So, Verbindung ist hergestellt. Fliegen. Go fly. Starten. So. Und jetzt nehmen wir mal schon auf. Und jetzt ist die erste Möglichkeit, ist, man kann die Drohne jetzt mal, wenn man möchte, 30 Meter in die Höhe schicken. So, da sind wir jetzt bei 30 Meter. Und jetzt kann man die einfach mal um sich herumdrehen lassen. Das heißt, das kann man sogar im langsamen Modus machen. Ja. Und das ist jetzt hier im schnellen Modus. Und dann kann man die Umgebung zeigen, ja. Was natürlich wesentlich eleganter ausschaut, das ist, wenn man die Drohne dann kreisen lässt, ja. Und das stelle ich jetzt einmal ein. Also ich drücke hier auf den Flugmodus. Ja? Achso, da muss ich erst auf P stellen. Dann drücke ich auf den Flugmodus. Und der heißt Point of Interest. Und da wieder, so, Point of Interest,
Und da haben wir jetzt eine Höhe von 33,7 Meter. Und dann tun wir die erste Mal ein wenig vorfliegen lassen. So, dann tun wir den Point of Interest, das ist immer die Ursi. Die ist ja auch interessant. Gell, Ursi? Naja, wenn du das sagst. So, dann stellen wir das mal auf Point of Interest. Zack. Jawohl. Und go. Jetzt fliegt der um uns herum. Das soll er, ja. Ja, und jetzt tun wir noch ein bisschen zurück. Wieso zurück? Wie meinst du das zurück? Dass er noch ein bisschen weiter weg geht. Warum? Hallo, hier sind wir. So. Jetzt seht ihr, wie die Drohne praktisch um uns kreist. Ich kann das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen schneller machen. Sonst dauert es ja ewig, ja. So, jetzt kreist die Drohne um uns. Aber wenn es zu schnell ist, ist es auch echt schön. Das ist jetzt 8 Meter in der Sekunde. Wo ist denn? Da ist es. Ja. So, und jetzt kann ich auch die Landschaft zeigen. Das heißt, ich drehe jetzt einfach die Kamera von der Drohne auf die Seite und schon zeigt es die Landschaft. Das heißt, die kreist jetzt um uns herum und zeigt die Landschaft. Und es sieht auch ganz anders aus, als wenn ich nur die Drohne nach oben schicke und die einmal um die eigene Achse kreisen lasse. Das ist also der Punkt Point of Interest. Und da sieht man jetzt, wie sie da gleich wieder an die Ortschaft rankommt und auch die Ortschaft von oben filmt. Wo ist sie? Dauert ein bisschen. So. Da kommt sie gleich. Ja, und es ist ganz schön windig hier. Aber die Drohne, die hält sich ganz stabil. So, jetzt sitzt sie an der Ortschaft, jetzt zeigt sie die Ortschaft. So, dann tun wir das Ganze jetzt mal abbrechen und holen die Drohne zurück. Jetzt ist die Situation die, dass nur noch 12 Minuten Akkulaufzeit drauf ist. Und jetzt kriege ich gleich geschimpft von der Ursi, weil die nicht hundertprozentig aufgeladen war. Hat sich selbst entladen. Das heißt, wir können jetzt noch eine Aktion machen. Dann müssen wir eine Pause einlegen und dann müssen wir nochmal los, Ursi. Schimpft's jetzt? Ja, ich schimpfe aus dem Hintergrund. So, also es gibt dann noch eine Möglichkeit, oder das Besondere an einer Drohnenaufnahme ist ja das, dass die Drohne an einem vorbeifliegt, also so, ja, und dabei den Gimbal auf das Objekt richtet. Also jetzt nicht, wenn wir das Objekt sind, dann natürlich auf uns, aber in der Regel eine Ruine oder ein Schloss. Jetzt kann ich natürlich die Drohne vorbeifahren, fliegen lassen, auch so, ja, und dass sie so rüberfliegt. Das Ganze hat dann nur ein Problem. Da kommt jetzt. Ja. So, das kann ich natürlich so vorbeifliegen lassen. Das Ganze ist dann nur ein Problem. Ah, jetzt nochmal, habe ich aufgenommen. Ich hoffe, ja, also nochmal. Ich kann die Drohne natürlich auch so vorbeifliegen lassen, ja, dass er das aufnimmt. Das Ganze ist nur ein Problem. Erstens geht der Gimbal mit und man muss den dann manuell regulieren, dass er am Objekt bleibt. Ja. Besser ist es, man macht Depth-Fly. Das heißt, ich klicke an meinem Bildschirm einfach wohin und dann fliegt die Drohne los. Und ich kann die Drohne fliegen lassen und kann dann manuell den Gimbal auf das Objekt steuern. Oder
der noch bessere Weg wäre Wegpunkte. Das heißt, ich sage der Drohne, flieg dahinter und flieg dann darüber und da wieder zurück und halte deinen Gimbal, also deine Kamera, immer auf das Objekt gerichtet. Und das will ich euch jetzt mal zeigen, nachdem ich das Dubfly gezeigt habe. Ich hoffe, die Batterie reicht mir noch. Ansonsten holen wir das einfach noch nach. Okay, Ossi? Ich hoffe, das hat jetzt vorher überhaupt gefilmt. Ich kann dir das jetzt gar nicht sagen. Oh. Kann man nachgucken? Ja. Jetzt müssen wir das mal nochmal machen. Weißt du, wo sie runterkommt? Und dann musst du das Ganze nochmal sagen. Oh, oh. Ja, ich weiß es jetzt nicht, ob das gefilmt hat. So, da sind wir wieder. Ja, eine Nacht später. Und hoffentlich mit einem gefüllten Akku. Und hoffentlich mit einem Finger, der auf die Aufnahmetaste drückt. Also ihr merkt, es hat jeder seine Aufgabe heute zu erledigen. Und wir haben uns vorbereitet. Ja. Ossi, Sinne sind geschärft. Ich hoffe, ich denke dran, ja. Und ich habe meine Pflichten mit dem Aufladen auch Genüge getan. Ja, und muss erst mal die Brille wechseln, weil heute ist nämlich noch ein schönerer Tag als gestern. Ja, heute ist auch kein Wind. Nee, also wobei ich auch nicht der Wind der Drohne ja ohnehin nichts ausmacht. Ja. Nee, aber ich finde auch, es ist wärmer heute noch. Also ja, heute ist wärmer. Heute habe ich keine Jacke, die ich an- und ausziehe brauche. Aber wir machen uns jetzt gleich an die Arbeit. Und genau. Wir zeigen euch jetzt mal die Drohne, wie das im Vorbeiflug funktionieren soll, dass man also im Vorbeiflug ein Objekt filmt. Also ist natürlich nicht gedacht für uns beide. Wir sind jetzt dann nur Demonstrationsobjekt. Ihr denkt euch einfach, wir sind ein Schloss. Ah ja, der Vergleich ist gar nicht mal so schlecht, oder? Genau. Also legen wir los. Richtig. So, jetzt habe ich hier 3 Wegpunkte eingestellt. Das ist an der Karte ein bisschen kompliziert. Hier stehen wir und hier ist Wegpunkt 1, Wegpunkt 2, Wegpunkt 3. Die Pferde, die fliegt ja jetzt an. Und wenn ich alles richtig eingestellt habe, also in einer Höhe von knapp 130 Metern, wenn ich alles richtig eingestellt habe, dann fliegt der dorthin und richtet die Kamera immer auf uns und fliegt dann hier vorbei bei uns. Jetzt muss ich bloß noch die Geschwindigkeit einstellen. Machen wir ein bisschen langsamer. 4,5 Meter in der Sekunde. So, okay. Und dann machen wir auf Go. Kamera an. Hast du die Kamera überhaupt an? Die schaltet sich automatisch ein. Aha, okay. Jetzt müssen wir nur wissen, wo ich Go. Moment, Aufgabe, Rückkehrfunktion. Geräteakku 3 Minuten 24 dauert's. Flug ist 918 lang, 4,5 Minuten in der Sekunde. Und Starting Waypoint 1 und wir starten. Und sie fliegt jetzt automatisch. Schauen wir mal, wo sie hinfliegt. So spannend. Also wir warten jetzt, was die Drohne macht. Die ist jetzt über den Wald. Und ist jetzt aber beim Wegpunkt 1 angekommen. Schau mal, Ossi, kannst du das mal filmen? Hier sieht man. Jetzt ist sie angekommen, jetzt dreht sie und jetzt fliegt sie auf den Wegpunkt 2 und richtet die Kamera auf uns. Das rote Dreieck ist die Drohne. Sehen kann ich sie im Moment nicht. Aber sie müsste jetzt irgendwann kommen, also in Bewegung ist sie. Äußerst spannend, so Wegpunkt fliegen, das ist also eine heikle Aufgabe. Ich sehe sie. Ich sehe sie nicht. Da. Wo? Da. Ah! Jawohl. Hallo. So.
Jetzt kommt sie gleich an. Ja, die ist schon ganz schön weit weg. Ja, ja. Ich weit weggeschickt. Ja, du musst Vertrauen in die Drohne haben. Das hat doch keine, das ist, ja, bringt aber nichts, wenn sie so weit weg ist und mir so winzig dann drauf. Ja, das ist das natürlich blöd. Ja, das habe ich ja nicht erkennen können. Ich mache das gleich nochmal. So, und jetzt ist sie am Wegpunkt 2. Wo immer der auch ist. Ich sehe sie nämlich nicht. Da ist es, da ist er. Ich sehe sie. So. Und jetzt fliegt sie zum Wegpunkt 3. Ah, jetzt sehe ich sie. Ich hoffe, sie hat aufgenommen. Was heißt, du hoffst? Letztes Mal hast du vergessen, das Ding einzumachen und jetzt sagst du, die macht das ja, automatisch. Ja, jetzt schauen wir noch mal, was ich aufgenommen habe. Okay. So, zweiter Versuch. Mal schauen, wir wissen jetzt gar nicht, ob der erste Versuch aufgenommen hat. Also im Speicher war jetzt nichts, aber normal müsste da automatisch aufnehmen. So, Start. So, und jetzt fliegt sie ein bisschen näher an uns vorbei. Schauen wir doch mal. Der erste Punkt ist 50 Meter hoch und dann sinkt sie zum zweiten Punkt in 23 Metern Höhe. Wo ist sie? Schon weg. Ah, ich sehe sie. Ihren Bildschirm kann man sie sehen. Also hier kann man sie sehen, das rote Dreieck. Und sie fliegt jetzt da in 50 Metern Höhe zu dem Punkt und wird beim Abfliegen der Wegpunkte immer uns im Blick haben. Wenn alles passt. Und jetzt nehmen wir mal auf. Jetzt nimmt er auf. Vielleicht hat sie ja automatisch eingeschaltet, ich weiß es nicht. So, jetzt dreht sie. Das sieht man also hier, sieht man genau, was er macht. Sie ist jetzt beim Wegpunkt 1 wohl angekommen. Ja, und fliegt schon zum Wegpunkt 2. Ich habe jetzt 7 Meter die Sekunde gemacht. Das ist natürlich eine spannende Sache. Wenn die Uhr jetzt da fertig ist, dann schalte ich auf Kamera um. Auf Ding, ja. Kann man das da hier ein wenig größer machen. Jawohl, die ist auf dem Weg zum Wegpunkt 2. Da kommt sie. Hallo Ossi, schau mal winken. Ah, sie hat uns in 7 Metern Höhe im Blick, ja. Deswegen sind wir wahrscheinlich nicht komplett drauf. Und jetzt kommt sie zum Wegpunkt 3 auf 23 Metern. Und jetzt fliegt sie diesen Wegpunkt ab. Ich hab einen Fehler gemacht, Ossi. Dritter Versuch, es geht los. So, da sieht man jetzt wieder. So, da sieht man wieder die Einstellung, was ich gemacht habe. Und das ist der POI praktisch, also der Point of Interest, der auf einer Höhe von 29 Metern festgelegt ist. Da kann ich das gleich abbrechen. Stopp! Die Geode schließen. So, jetzt schauen wir her. Go 4 reagiert nicht. Abschließen, warten. Die haut ab? Ja.
So, jetzt haben wir das Problem. Da, du musst filmen. Und die Drohne ist in der Luft. Aber sie reagiert wenigstens noch. Ja, sie reagiert noch. Aber sie lässt sich nicht mehr lenken. Und, kannst du sie wieder herholen? Nein. Und was heißt das jetzt? Sie reagiert nicht. Und jetzt? Müssen wir warten, bis der Akku leer ist? Und nee, ich weiß es nicht. So viel zu deinem Vertrauen in die Drohne. Ja. Ja, man braucht Vertrauen in die Drohne. Und man sieht ja, sie fliegt nicht runter. So tue ich immer filmen, schau mal, ich drehe, ich mache hier rum, ja, und da passiert gar nichts. Ja, super. Ich kann Knöpfe drücken, was ich wieder mache. Herr Stöden hat gesagt, da gibt es so einen Knopf, dass sie wieder zurückkommt. Auch der funktioniert nicht. Da schau, Notknopf. Ich kann abschließen, aber ich kann ja jetzt die App nicht schließen. Ich weiß nicht, was mit der Drohne passiert. Die hängt jetzt da oben, bis der abstürzt. Ja, jetzt habe ich die App geschlossen. Jetzt mache ich sie neu auf. Jetzt kommt sie her. So. Was hast du gemacht, du Drohne? Ja, immer Ruhe bewahren, ja? So. Dann tun wir das jetzt einmal stoppen. Mit zittrigen Händen habe ich sie wieder runtergebracht. Aber da ist das gute Stück. Und die Ussi ist auch ruhig geblieben. Wenn ihr hören könnt, wie meine Nerven flattern. Ja, das war jetzt ganz gut. War jetzt eine gute Übung. War überhaupt nicht gut. Ja, gut war es nicht, aber es war gut, dass wir sie wieder da haben. Hallo, hier ist sie wieder. So, dann schauen wir nochmal, also ein bisschen was haben wir gezeigt. Und jetzt zeigen wir noch Tap Fly. Und wohin fliegt sie dann? Da fliegt sie geradeaus, ohne dass ich die Drohne steuere. Und ich kann dann die Kamera steuern, dahin, wo ich sie will. Und das hast du gestern schon gezeigt, oder? Nein, das wollte ich und dann war ja der Akku leer. Ah, okay. So, und jetzt mache ich hier mal aus. So. Also was ich zu den Wegpunkten noch sagen will, es ist eine gefährliche Sache, aber man kann ja normalerweise immer abbrechen. Hier ist es jetzt nicht so gelungen, ja, normal funktioniert es schon. Und der nächste Punkt ist, man kann die Drohne am Boden haben, wenn man alles einstellt. Während beim nächsten, beim Tap Fly, das ich jetzt einstelle, da muss die Drohne in der Luft sein. Und damit wir sie in die Luft kriegen, müssen wir sie erstmal starten. Neuer Akku ist drin. Wir drücken die Aufnahmetaste und lassen die Drohne starten. So, und jetzt drehen wir sie rum, dass sie praktisch in diese Richtung fliegt. Und jetzt kannst du mal bitte das Ding zeigen. Jetzt tue ich also hier Tap Fly herdrücken. Tap Fly, das ist hier. So, dann kriege ich hier gleich einen vorwärts. Dann kriege ich hier einen Horizont angezeigt.
Und da sage ich jetzt, flieg. Da geht es jetzt dann Richtung Ding. Da, wir wollen sie am Feld haben. Also eher Richtung hier. So, hier. Der Fly, go. Jetzt fliegt sie. Und jetzt müsste sie vorbeifliegen an uns. Und ich kann den Gimbal aber nach uns ausrichten. So, ihr seht jetzt gleich uns. Und die Drohne fliegt in den Baum hinein. So, das war jetzt ein bisschen in die falsche Richtung getappt. Das ist also das Problem. Man muss das in die richtige Richtung tappen. Aber man kann es hier korrigieren. Die ist immer noch in dem Fly-Modus. Das schalten wir jetzt mal ab. So, jetzt müsste sie aber normalerweise müsste sie jetzt an uns vorbeifliegen. So, jetzt hat sie uns. Jetzt kommt sie wieder rüber geflogen. Also das funktioniert jetzt nicht. Also das war jetzt nicht im Sinne des Erfinders. Eine, sie ist doch jetzt an uns vorbeigeflogen. Ja, aber normal sollte ich die Kamera jetzt in die Richtung drehen können, wo wir sind. Aber das ging nicht. Ja, man kann nur den Gimbal verdrehen. Siehst du, wenn ich da an der Kamerasteuerung was mache, dann macht sie die Kurve mit. Ja? Also sie fliegt jetzt automatisch, das ist schon richtig. Aber ich kann sie steuern. Normalerweise sollte ich sie nur über ein Ding steuern können. So, dass ich sie da steuere. Aber das geht nicht. Also, das hat jetzt nicht funktioniert. Üben. Ja, okay. Dann, ja, gell? Das muss er nämlich noch ganz schön. Ja, aber wir zeigen euch noch was. Ja. So, jetzt holen wir sie nochmal her erst einmal. So, und dann machen wir jetzt nochmal Ding und dann machen wir Tap Fly, Kamera ein bisschen runter zu uns, so Tap Fly, rückwärts, ich weiß schon, wo der Fehler war, das machen wir gleich, jetzt machen wir erst was Neues, rückwärts und go. Tschüss! Komm aber wieder! So, und da werden wir immer kleiner. Also das war jetzt das eine, was ich zeigen wollte. Das war eigentlich mehr zum Abschied gedacht. Haben wir jetzt mal vorgezogen. Ich weiß es, was ich falsch gemacht habe. Aha, okay. So, dann brechen wir das ab. Dann hole ich sie runter. So, jetzt, ja. So, man muss also in den freien Modus schalten. Tap Fly. Da haben wir hier drei Modis zur Verfügung. Hast du gedrückt? Ja. Da ist der freie Modus und mit dem muss man das machen. Und dann kann man, jetzt lasse ich sie los, jetzt tue ich sie praktisch da hochtippen. Go. Und jetzt fliegt sie und jetzt kann ich die Kamera lenken, wie ich will. Da müsste jetzt an uns vorbeifliegen. Ja. Jawohl, und da sind wir. Und da kann ich jetzt die Kamera nachjustieren. Hallo, komm wieder. Oh, nee. So, habe ich es geschafft. Naja. Ich bin schon ein Held. Oh, und was für einer. So, ja, jetzt machen wir Stopp. Und was machen wir jetzt noch am Schluss? Dann machen wir jetzt noch mal einen Droni. Und was soll ein Droni sein? Das wirst du jetzt gleich sehen, also das ist die Überraschung für dich. Ja, okay. Fuchs. So, Quickshot,
Okay. Quickshot. Asteroid. Okay. Go. Eins. Los. Du mal da filmen. Die Drohne fliegt weg. Also, wie ihr seht, es ist doch kein Meister vom Himmel gefallen, aber schon manche Drohne, das können wir euch bestätigen, ja. Mir ist heute keine Drohne vom Himmel gefallen. Aber mir das Herz in die Hose. Ja. Und meine Nerven, die brauchen jetzt erstmal eine Beruhigung. Da ist die Kamera. Ja, dahinter ist auch nochmal eine Kamera. Da ist die Kamera. Okay. Wir hoffen, das hat euch ein bisschen unterhalten. Ja, in welche Kamera reden wir denn jetzt? In die? Oder in die? Oder, ja, eben. Wir haben 3 Kameras am Start. Ja. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Das würde uns freuen. Hat euch ein bisschen die Zeit vertrieben. Ja. Bald geht's hier wieder los. Da freuen wir uns natürlich drauf. Und dann kommen wir wieder mit Reise und bis dahin sind die Akkus wieder aufgeladen. Ja, das wollen wir doch mal hoffen, oder? Ja. Und Drohne, kommst du wieder her? Nein, die fliegt jetzt dann weg. Oh, die fliegt weg. Zum Abschied fliegt sie jetzt dann weg. Also. Wenn es euch gefallen hat, ja? Moment, muss ich mal ein wenig herholen. In welche Kamera? In die da, ja? Zur Drohne nochmal. So. So. Also, wenn es euch gefallen hat, unser Video, dann gebt uns einen Daumen hoch. Über nette Kommentare freuen wir uns immer. Über Kritik natürlich auch, wenn sie sachlich vorgetragen ist. Abonniert unseren Kanal. Küsst eure Frau. Aber die Ursi ist meine. Okay, also dann sagen wir jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Moment. Immer noch Moment. Nein. Okay. Nein. Moment. Quickshot. Nee. Moment noch. Fly. Und jetzt. Okay.